Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor einem großen Derby. Vorab, wir haben 4.250 Karten für Düsseldorf verkauft, 200 Karten bereits für das Spiel am 12. November, 80 Jahre Eishockeysport in Krefeld. Franz, direkt zu dir. Wir haben 4 Punkte am vergangenen Wochenende geholt gegen Gegner wie Wolfsburg und Berlin. Jetzt steht das Wochenende in Straubing und hier gegen Düsseldorf an. Wie sieht's aus? Nochmal kurz zum letzten Wochenende. Es war, wie wir letzte Woche hier angesprochen hatten. Ja, wir wollten uns halt in den Kleinigkeiten verbessern und wir hatten, wie gesagt, lange Zeit haben wir halt nicht geschafft, über die Hürde drüber zu springen. Am Freitag waren wir dann schon nah dran und ich denke, war ein ziemlich gutes Spiel hier. Wolfsburg ist immer Top-Gegner mit Top-Einstellung und eben auch mit einigen Spielern, mit einer Klasse für sich. Wie man sieht, Sebastian Forsman schon 9 Tore hat. Ja, ist immer wieder schön gegen Wolfsburg zu spielen. Und ich denke, wir hatten aber du hast da auch die Möglichkeit zu gewinnen, hat da nicht ganz gereicht. Am Sonntag war es dann endlich soweit. Da haben wir das fortgeführt, was wir am Freitag schon angefangen haben. Es waren eben, wie gesagt, immer nur Kleinigkeiten. Und wer die Kleinigkeiten eben besser macht, die sind, wenn man auch mit den anderen Trainern immer spricht, die sagen immer, die Liga ist so eng. Ja, du musst die Kleinigkeiten besser machen. Uwe sagte dann am Sonntag auch, wer emotional den höheren Level hat, hat auch die größere Chance zu gewinnen. Das sieht man momentan auch am Bremerhaven, denke ich. Die sind emotional sehr hoch, gewinnen durchaus Spiele, wo man nicht gedacht hätte. Und es ist eben, wie gesagt, es reicht halt nicht, in guter Verfassung zu sein in dieser Liga, sondern du musst voll da sein, ja, in allen Bereichen und vor allem die Kleinigkeiten, wie gesagt, richtig machen, dann holst du auch Punkte. Jetzt am Wochenende ist natürlich, wie gesagt, es ist eigentlich egal, ob du Wolfsburg, Berlin spielst oder Straubing, Düsseldorf, ist genau das Gleiche. Wir wissen, am Pulverturm in Straubing ist immer, wird es ganz heißer Tanz werden, aber auch da gilt, sind wir emotional bereit und sind wir bereit, die Kleinigkeiten richtig zu machen. Dann haben wir durchaus eine große Chance, das Spiel zu gewinnen. Machst du das nicht, verlässt du auch in Straubing. Ja? Und am Sonntag sollte die Emotionalität keine Frage sein, aber da ist die Frage, wer ist noch ein bisschen höher als die andere Mannschaft, aber gleichzeitig auch cooler als die andere Mannschaft. Ja, weil ich meine, in so einem Derby kommen natürlich auch viele Emotionen von außen und da muss man ruhig bleiben auch als Spieler und dann geduldig bleiben. Und wie gesagt, auf dem Eis halt dann wieder, ich wiederhole mich zwar, aber die Kleinigkeiten richtig machen, um das große Ganze dann erfolgreich zu gestalten. Ja, und ich meine, es sind durchaus Punkte drin am Wochenende, aber es ist nichts anderes wie am letzten Wochenende. Wenn du nicht voll da bist, gibt es keine Punkte. Rüdiger, können die Fans das Zünglein an der Waage sein am Sonntag? Ja, natürlich. Meine Krefelder Fans, auch ich habe ja auch zum Ausdruck gebracht in der Rheinlandhalle, wie oft haben wir uns gepusht, die letzten 10 Minuten, wo wir zurückgelegen haben, alles im Stehen, die letzten 10 Minuten. Und das ist ein Ausdruck der Krefelder Fans wirklich, dass sie stimmungsmäßig dann, ich glaube, mit die Besten in Deutschland sein können, wenn sie sehen, dass die Mannschaft auch die Ärmel hochkrempelt und auch bis über die Grenze hinausgeht, jeder Einzelne. Dann stehen die voll und haben sie immer voll hinter uns gestanden. Und das ist die Frage, wie Franz auch andere, die Emotionen, die müssen natürlich, der Funke muss eigentlich ausgesandt werden von der Mannschaft. Dann wird der überspringen und dann ist er für uns sehr, sehr wertvoll, fürs Team. Gut. Wie tanzt du mit den Torhütern am Wochenende? Fahren alle drei mit. Also klein auch. Bleib wieder. Was macht Rosa? Rosa wird auch mitreisen. Er wird heute nochmal trainieren und dann schauen wir mal, ob er morgen Pre-Game Skate nochmal, ob er 100% belastbar ist. Hat ganz normal trainiert jetzt die Woche, aber wie gesagt, wir hatten die Situation mit ihm schon mal jetzt, dass wir auch dachten, es wäre voll okay und dann ist in Köln wieder passiert. Deswegen werde ich ihn nur einsetzen, wenn er wirklich in Absprache mit der medizinischen Abteilung, wenn die sagt, absolut grünes Licht und dann werden wir ihn aber wohl auch erstmal dosiert einsetzen. Ja. Er hat jetzt ein Spiel gemacht oder noch nicht, ja, ein Spiel gemacht ist jetzt. Ja, wie schätzt du denn der
derzeit die Düsseldorfer Mannschaft ein? Ist schwer zu sagen, die Gewinne in Wolfsburg. Alle Ehren wert, haben auch schon Punkte liegen lassen. Einiges ist auch Tagesform. Sonntag ist natürlich auch Derby, das ist wieder was anderes dann. Ich halte es ja aber für eine Mannschaft, die stark zusammenhalten, auch in guten und schlechten Zeiten. Und die auf jeden Fall am Sonntag vorbereitet sein werden. Ja. Wie sie ansonsten, ich habe ein paar Spieler von ihnen gesehen, sie sind sicher, wie der Christoph Kreuzer auch immer wieder sagt und immer wieder betont, sind jetzt auch keine, vor allem finanziell auch keine Top-4-Mannschaft. Ja, das ist schon klar. Sie müssen auch, wie alle anderen, wie wir, sie sind sicher ein bisschen finanziell besser dargestellt als wir, aber auch sie müssen immer wieder kämpfen und auch gegen die Erwartungen kämpfen. Das ist, die ganze Liga ist auch so ein bisschen aufgeregt, habe ich das Gefühl, weil ich letztens gesehen habe, weil der Pavel Groß stinkt, aber obwohl Wolfsburg ja gut gestartet ist, ja, und eigentlich sogar öffentlich seine Spieler ein bisschen angezählt hat. Das ist alles, die Liga ist nicht einfach. Ja, das ist, da kann jeder hinschlagen und wie gesagt, du kannst jetzt nicht sagen, Düsseldorf fährt jetzt nach Mannheim, man hat keine Chance. Ganz im Gegenteil. Also, deswegen erwarte ich Düsseldorf sehr schwer gegen. Das heißt dann morgen, dass im Prinzip ein Torhüter und ein Spieler wahrscheinlich auf der Tribüne sitzen wird. Oder nimmst du. Ja, wenn alle fit sind und der Russe kann, muss ein Spieler ja, weil man in der DL ja nur 19. Ja. Auch einen Spielbericht können und plus zwei Torhüter. Torhüter kannst du ja drei machen, also mit dem NT. Mhm. Ne, deswegen muss ein Spieler muss morgen auftreten. Gibt es weitere Fragen? Das ist ja wie nach einer Niederlage, wir wollen gewinnen. Letzte Chance. Dann, vielen Dank. Du hast jetzt Training.